Da sind wir wieder. Wir haben genau da weitergemacht, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir wollten uns ja jetzt darum kümmern, um Oh, mit den Inselgeistern so ein bisschen Freundschaft zu schließen. Ich kann ja auch um ein Urteil bitten. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber ich befürchte irgendwie, dass das besser ist, wenn die Leiste aufgeladen ist. Also sprich, wenn wir wirklich befreundet sind. Ah, zusammen eine Sandskulptur bauen. Das ist cool. Ja, du darfst mithelfen. Mann. Was will die Katze denn hier die ganze Zeit? Ah, wie wird die wohl aussehen? Ich dachte gerade, der will das Ding zerstören. Oh, ich dachte schon. Okay, da kommt ein Stein rein. Zumindest sieht das so aus, als ob das irgendwie so ein Nest sein soll mit so einem Drachenei oder so in der Mitte. Ah, okay. Es ist ein Hai. Ja, cool. Tiefgründige Unterhaltung. So, wir müssen mal gucken. Wir sind schon ein ganzes Stück weitergekommen. Was will die Katze denn? Kätzchen, was hast du für Probleme? Oh, es ist süß. Das heißt wahrscheinlich, dass sie jetzt wieder zu Hause ist oder so. Ich weiß es nicht. Ah, joyem. Lamina Galpa Wutini. Nulitz. Herr Ghana hat folgende Merkmale. Kennengelernt, sie ist sehr ordentlich und sie ist ein Hitzkopf, okay. Bruhana Deloba. Wohnungsschlüssel geben. Oha. Okay, die können sogar bei uns einziehen, auch nicht schlecht. Thinica Tablo. Ha? Hibanai. Campbell Veruda Dibowitz. Schlesam Flinsk. Gemeinsames Foto machen, das ist so klasse. Oh, Grasha. Bruhana Fabisi. Jillibar Kitsune. Die Warteschlange ist voll. Okay, dann schauen wir doch mal, was so ist. Gerade am Schlafen, okay. Was macht der Jake? Ist auch am Schlafen. Na, super. Die sollen sich doch um unsere Gäste kümmern und die beiden pennen hier einfach. So, was ist mit ihm? In 2 Tagen. Gut, dann braucht er jetzt auch nicht zu schlafen. So, aufstehen, Freundchen. Ben, los. Wieso fühlt er sich unwohl? Hat eigentlich doch alles gut. Genau. Ah, sie hat sich mit Morgana angefreundet. Sehr schön. Witz über Rankenfußkrebse, was für Ding? Yes, Miss Ribalfa. Ah, Ravuda.
So, lern die jetzt auch mal ein bisschen kennen, ein bisschen tratschen. Ich verstehe aber trotzdem immer noch nicht, warum er sich unwohl fühlt. Ach, die Matratze war hart. Okay, er hat Rückenschmerzen. Für 3 Stunden. Okay. Dabei hat er eigentlich kein schlechtes Bett. So, die Warteschleife ist auch voll. Was macht Morgana denn hier? Damit sie nicht dehydriert, hat sie sich einfach in die Badewanne gesetzt und ist zur Meerjungfrau gekommen. Gar nicht schlecht. Zeitplan festlegen. Ja, okay, aber es ist nicht leer. Das ist schon mal gut. Ah, sie ist verspielt. Weil sie ein Schaumbad genommen hat und eine neue Bekanntschaft geschlossen hat. Yay! Ein angenehmes Gespräch hatte und einen neuen Freund hat. Oh. Also sie fühlt sich gerade so richtig gut, habe ich so das Gefühl. Im Gegensatz zu ihm, er fühlt sich irgendwie so gar nicht gut. Er darf aber gerne den Dreck... Ah, ich kann den wirklich wegmachen. Sehr schön. Teil für Elektronikgeräte. Teil für Elektronikgeräte. Ich habe zwar keine Ahnung, aber okay. Gut, wir spielen mal... Nee, wir spielen nicht, wir üben noch ein bisschen. Er geht ja eh erst in 2 Tagen zur Arbeit, also kann er auch noch ein bisschen üben. Sabrina, was machst du? Du wirst doch wohl nicht... Oh, böse Katze, du gehörst nicht aufs Bett? Oh. Aber sie mag den Jake so gerne, dass sie neben ihn unbedingt liegen möchte. Das ist irgendwie auch süß. Jetzt muss sie verscheuchen. Irgendwie tut mir das leid. Aber gut, es ist eine Katze. Ich meine, sie muss natürlich aus dem Bett rausgehen, wenn sie schlafen möchte, ne? Das hört sich gar nicht so schlecht an, was du hier veranstaltest. Yeah, fühl den Groove. Er ist sehr angespannt. Er muss ja noch üben. Habe ich da gerade eine Tür gehört? Achso, das war die Katze. Ach, ich dachte schon. Oh, wie süß. Er macht der Katze den Schlaf ständig. Das sieht total geil aus. Dafür muss ich unbedingt ein Bild machen. Oh. Oh, sorry Leute, aber ich finde das so genial. Sie liegt da so voll auf dem Rücken, ist am Schlafen, wenn er am Spielen ist. Das ist einfach nur genial. Aber wir machen es mal ein bisschen schneller hier. Ja, er hat Rückenschmerzen. Das Problem ist, dass er ja eigentlich... Wieso geht er donnerstags eigentlich nicht arbeiten? Was hat er denn für Arbeitszeiten? Freitag ist wieder. Okay. Jake muss in 1 Stunde bei der Arbeit sein. Okay. Jake, mein Lieber. Was haben wir denn für Bedürfnisse? Du hast Hunger. Dann hol dir was zu essen. Ja, schnelle Mahlzeit. Was anderes geht nicht. Du kannst auch nicht mehr schlafen. Es tut mir leid. Ich weiß, du fühlst dich jetzt etwas unwohl. Wir müssen aber zur Arbeit gehen, Junge. Also du musst zur Arbeit gehen, weil wir brauchen ja Geld für ein Bücherregal. Das haben wir ja immer noch nicht. So, du darfst jetzt erstmal was essen. Du musst in 1 Stunde auf der Arbeit sein. Ehrlich, um 5 Uhr? Ach so, ja, er ist ja Fischer jetzt. Ach, das habe ich total vergessen, ehrlich gesagt. Komm, beeil dich, Junge. So, du hast jetzt keine Zeit mehr. Hör auf mit dem Essen. Geh schnell auf Toilette und dann, hör auf. Hör auf, den Joghurt zu essen. Los, zackig. Du musst jetzt schnell auf Toilette gehen und dann musst du dich fertig machen für die Arbeit. Zack, zack. So, wir ändern jetzt mal hier, damit er dann... Oh, wie cool. Aber man kann ihn leider nicht... maximal 200 Nachrichten... Ach so, okay. Man kann ihn aber leider nicht begleiten zur Arbeit. Das ist jetzt schade, weil ich hätte ihn jetzt schon, ehrlich gesagt, gerne beim Fischen zugeguckt.
So, die Katze, naja gut, die Katze ist ein Freigeist. Die kann hier gerade machen, was sie möchte. Das ist alles gut. So, dich spulen wir hier mal ein bisschen schneller. Bis du das nächste Level erreicht hast, weil wir müssen natürlich etwas vorarbeiten. Wie hört sich das denn jetzt mittlerweile an? Okay, es hört sich noch nicht so super doll an, muss man ja ganz ehrlich sagen. Die arme Katze, die sitzt jetzt hier und will... Du wirst doch jetzt wohl nicht? Ich dachte gerade schon, die frisst jetzt hier den Joghurt auf. So, mein Guter, hast du jetzt mal bald das Level erreicht? Danach kannst du dann sofort auf Toilette gehen und wirst dann auch sofort... Oh, oh, oh. Das muss aber erstmal reparieren, bevor er auf Toilette gehen kann. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Mein Freund, es tut mir leid. Schaffst du das? Ah, Jake hat Geld mitgebracht. Nee, sprech nicht mit der Katze, geh auf Toilette. Los, zackig. Ich wollte aber eigentlich nicht so schnell laufen lassen, tut mir leid. So, geh mal schlafen. Hat sie jetzt auch Rückenschmerzen oder wie? Nee, oder? Hallo, wegen billigen Bett? Das ist ein wunderschönes Bett. Sobald wir wieder Geld da haben, denken die alle, die können sich hier was zu essen machen, oder wie? So, Katzenklo säubern, einmal aufwischen, bitte. Da gehst du nochmal auf Toilette. So, und dann kannst du dich darum kümmern, was zu essen. So. Ich weiß, Morgana, es ist ein hartes Leben, aber man muss sich erstmal darum kümmern, dass man auch die Sachen erledigt, die man erledigen muss. Ich glaube, das Essen willst du jetzt doch nicht mehr. Jake, motz die Katze an. Los. Jetzt hat die das ernsthaft aufgefressen, oder was? Nein, das ist nicht nett. Böse Katze. Ganz böse Katze. So, was können wir denn tun? Könntest du vielleicht mal dein normales Outfit anziehen? Das ist ja schrecklich hier. Outfits. Outfits widerlich sein. Oh, das ist auch nicht schlecht. Er kann singen üben übers Outfit? Hä? Hä? Das verwirrt mich jetzt aber wirklich gerade. Sehnt sich nach Aufmerksamkeit. Okay. Nein, hör auf mit dem Singen, bitte. Kümmer dich um die Katze. Das ist besser. Lässt du die Mülltonne in Ruhe? Über Mülltonne ausräumen belehren? Böse Katze? So, streicheln können wir dich auch nochmal. Na, betane, Jabano. Fimpe Ugna? Von mir aus können wir auch mit dir reden. Fremik Watanini. Wa? Oh, Hispa. Okay, die Katze ist auf jeden Fall sehr aufmerksam. So, sie fühlt sich... Immer noch unwohl. Schlechter Nachgeschmack, weil schlecht zubereitetes Essen. Okay, wir hatten das Essen zubereitet, Leute. Hallo, mit euch muss ich mal ein Wörtchen reden hier. Ah, Jake und Sabrina sind beste Freunde geworden. Moment, das muss ich mal eben... Oh, das ist so süß. Das muss ich mal eben festhalten. So. Oh. Das ist irgendwie niedlich. Oh.
Okay, wann muss er jetzt überhaupt wieder auf der Arbeit sein? Moment. Achso, ich bin bei Morgana. Sag mir das doch einer. So. 5 bis 9, ja, das ist klar. 17 Stunden bis zur Arbeit? Hä? Achso, ich dachte, der geht an beiden. Okay, naja gut, was hat er denn für Bedürfnisse? Er hat Hunger. Also ist er jetzt erstmal eine schnelle Mahlzeit? Das Dumme ist nur, dass er auch Energie braucht. Eigentlich würde ich gerne noch mit ihm angeln gehen, damit er noch so ein bisschen Angelfertigkeiten bekommt. Techtelmechtel mit Morgana. Hallo, du sollst ein Nickerchen machen. Nichts anderes. So, das machen wir jetzt auch ein bisschen schneller hier. Was natürlich irgendwo auch schlecht ist, weil... Obwohl, eigentlich könntest du auch schlafen, ne? Das ist eigentlich besser. Schläfst du halt nicht so lange, aber dafür hast du dann ein bisschen mehr Energie. So, die Katze wuselt hier wie so eine Blöde durch die Gegend. Sie versucht sich am Kochen. Okay, das ist auch eine Möglichkeit. Wir haben jetzt nur im Moment nicht viel Geld. Das ist das Problem, weil die irgendwie alle so blöde Zeiten haben. So, du hörst jetzt mal auf mit dem Schlafen. Du gehst jetzt nochmal ganz schnell auf Toilette. Ja, zackig, zackig. Und dann gehen wir mal raus zum Angeln. Oh, ey, ey. Sie muss am besten die Nachbarschaft hier begrüßen. Freundlich vorstellen. Die waren doch schon alle da. Kuss der Meerjungfrau. Oh Gott, ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Okay, Jake, das ist jetzt deine Chance, ganz schnell zu verschwinden, bevor die ganzen Ladies hier eintreffen. Dich schicke ich... Nee, wo waren wir denn hier? Eigentlich wäre so in der Richtung, ne? Ich bin hier hingegangen. Ja, okay, wahrscheinlich ist es der Strand selber. Achso, man sollte vielleicht auch draufklicken. So, Jackie-Lein. Wir schicken dich mal ganz schnell zum Angeln. Wo war das denn? Da oben. Ach, das war doch der andere Bereich, glaube ich. Nee, Residenz. Hä? Ach, da ist das Fischerboot. Nee. Herumsegeln? Faulenzen? Hä, das war das doch. Okay. Ja gut, dann angelt er halt hier. Soll mir ja auch egal sein. So, ich schicke ihn jetzt mal ganz oft hier zum Angeln. Bis zum geht nicht mehr. Okay, sehr schön. Ich würde auch gerne auf Morgana umschalten. Hallo? Morgana! Ich kann nicht auf Morgana umschalten. Wieso funktioniert das nie, wenn ich woanders bin? Ich weiß, da gab es einen Trick bei, den ich aber irgendwie nicht verstanden habe. Obwohl auf... Ah ne, das ist dann auf dieses Grundstück konzentriere ich mich. Hm, wo ist er denn jetzt überhaupt hier? Immerhin kümmert er sich mal ums Angeln. Ja, er soll nicht zurück nach Hause gehen. Also ganz, ganz viel angeln. In 13 Stunden beginnt das Ganze. Naja, gut. Müssen wir ihm halt so ein bisschen beim Angeln jetzt zuschauen. Weil er soll ja zumindest die nächste, das nächste Level erreichen. Förderungsanforderungen sind gut soweit. Das ist schon mal gut. Anscheinend sind die Fische in dieser Ecke zu clever für Jake. Er sollte woanders angeln, bis sein Fähigkeitslevel hoch genug ist oder es mit einem wertvolleren Köder ausprobieren.
Wo bekomme ich denn einen wertvolleren Köder her? Oh, Tao. Gewöhnliches Tuning-Teil. Ich habe ein Tuning-Teil geangelt. Okay. Oh, was hast du jetzt geangelt, Jake? Hä? Ich schmeiß es wieder rein. Es war auf jeden Fall kein Fisch. Level 3 der Angelfähigkeit erreicht. Jake kann jetzt Köder verwenden, um größere, bessere Fische zu fangen. Jake kann das Wasser in der Nähe von Angelplätzen untersuchen, um Fischbewegungen zu studieren und neue Fische zu identifizieren. Jake kann jetzt Fische mit Fischfallen, maximal 2 im Meer fangen. Okay. Jake kann jetzt den Mahi-Mahi fangen. Köder verwenden. Ja, woher soll ich denn einen Köder bekommen? Leute, jetzt überfordert mich hier doch nicht so. Gibt es denn hier irgendwas, wo man was einkaufen kann oder so? Das ist nur ein Haus, glaube ich, hier, ne? Das dürften alles nur Häuser sein. Nehme ich mal an. Das... einen neuen Fisch gefangen. Siamesischer Kampffisch. Jake hat Informationen über diese Entdeckung im Notiz... ja, okay. Ja, cool. Moment. Und jetzt hier mit Köder präparieren. Ah, dann kannst du den Fisch reintun. Falle präparieren. Ich probiere es jetzt erstmal ohne Köder. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich ist mit Köder besser, aber ich gucke trotzdem mal. Moment, hier ist auch noch so ein Boot. Ich glaube, da könnte er theoretisch dann... Da ist eine Meerjungfrau. Ich habe noch einen entdeckt. Wer ist das? Wer ist das? Kann ich sie ansprechen? Nein, meine Warteschlange ist voll. Morgana, du hättest nach hier kommen müssen. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Also sie hat jetzt schwarzes Haar im Wasser. Das heißt aber natürlich nichts. Kann natürlich auch sein, dass sie kein schwarzes Haar hat, wenn man sie so sieht. Ah, oh, das ist toll. Das ist ja cool. Aber ich glaube, von Jake wäre es jetzt nicht so gut. Ist das auch eine Meerjungfrau? Nee, oder? Das ist eine normale. Ja, sie hätte sich schon längst verwandelt sonst. Okay. Ja gut, ich habe hier aber trotzdem nichts. Das sind die Toiletten. Ich habe hier trotzdem nichts, wo man irgendwie was einkaufen könnte oder so. Ich muss mir wahrscheinlich wirklich den Köder fangen. Auch nicht schlecht. Wenn ich ins Haus reingehe, ist da nichts mehr. Ja. Hallo? Dann halt nicht. Das ist ein normales Haus. Ja gut, also hier scheint auch nichts zu sein, wo man ein bisschen mogeln könnte oder so und dann eventuell einen Köder bzw. mehrere Köder fangen könnte. Das heißt, dass ich das hier mal so ein bisschen beschleunige. In 8 Stunden muss er auf der Arbeit sein. Hat einen neuen Fisch gefangen. Kaiserfisch, okay. Sehr gut. Ich möchte auf jeden Fall noch ein Level höher haben. Und dann kann er von mir aus auch erstmal wieder nach Hause gehen. Jake hat einen guten Fang gemacht. Ein Kaiserfischgewicht 1,68 Kilo. Wo ist er jetzt hin? Ah. Hier geblieben. Ich will sehen, was du machst. Hallo. Steht leider nichts. Achso, ja, er kann im Endeffekt auch nichts machen. So, du gehst jetzt mal zurück nach Hause, weil du bist irgendwie total... Du hast keine Energie mehr und nichts hier. Der hat wirklich keine Energie mehr. Uiuiui. Wir hätten ihn vielleicht doch ein bisschen früher nach Hause schicken sollen. Schneller, Jake. Geh nach Hause. Jake hat soeben Folgendes gefangen. Die Finger von Solani. Oh, was ist jetzt? Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Warum ist der Typ gestorben? Hä? Hallo?
Hä? Und vor allen Dingen backt der? Ach, das ist ein Senior, okay. Junge, du solltest nach Hause gehen. Was machst du denn hier? Du sollst nicht schlafen. Hallo? Geht das noch? Geh nach Hause. Leg dich da ins Bett. Ja? Na? Sag mal, was macht ihr hier für ein Quatsch? Ich kann nicht reisen. Doch, ich kann schon wieder nicht reisen wegen der Energie. Das ist doch nicht normal. Komm, was soll der Quatsch hier? Ich kann ernsthaft nicht nach Hause gehen. Das ist doch nicht wahr. Ich meine, dass er jetzt hier total rot war, das verstehe ich ja auch noch. Jetzt mache ich hier eine Party, da wo der Typ tot ist oder was, wollt ihr mich veräppeln? Der Sensenmann backt immer noch da hinten rum. Junge, du sollst nicht schlafen, du sollst nach Hause. Kapier's doch endlich. Los. Da ist noch eine Meerjungfrau. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, da ist einer so komisch am Husten. Nicht, dass die Meerjungfrau die jetzt hier alle umbringt. Du sollst nach Hause. Nach Hause. Nach Hause. Nein, du sollst nur nach Hause. Du sollst nach Hause. Jetzt sag mir bitte nicht, dass der... Er ist jetzt ernsthaft zur Arbeit gegangen. Jetzt verschläft er den ganzen Tag auf der Arbeit. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Der sollte die ganze Zeit schon nach Hause gehen. Nein, du sollst da nicht drauf gehen. Du sollst nach Hause. Von mir aus auch zur Arbeit gehen. Das ist jetzt ernsthaft nicht dein Ernst. Nein, sollst du nicht. Ich kann ihn aber auch jetzt nicht zur Arbeit schicken. Wieso funktioniert das denn jetzt nicht? Das ist die Beziehung, das ist klar, Inventar. Ist ja auch... Nein, sollst du nicht? Verdammt nochmal, du sollst einfach... Ehrenamtlich brauchst du auch nicht tätig werden. Du sollst einfach nur zur Arbeit gehen. Wieso kriegst du das nicht hin, Junge? Muss man da nicht einfach draufklicken? Ich meine, hier muss man ja auch einfach draufklicken, aber das macht er ja auch nicht. Ja, und mit Morgana kann ich gerade nicht wechseln. Also, es tut mir leid, ich kann jetzt im Moment leider gar nichts machen. Ich werde das jetzt einfach mal vorlaufen lassen. Er wird wahrscheinlich jetzt gekündigt werden, weil er zu dumm ist, sich zu bewegen. Und ja, werde euch dann gleich wieder hinzufügen.